Milan. Papa. Milan. Papa. Milan. Papa. Milan. Garten. Garten. Ja. Ja. Da auf. Das ist das Tor auf. Moin Leute, wir wollen jetzt gleich zur Gärtnerheide fahren. Eigentlich ist heute Ruhetag, aber ja, wir wollten uns das mal gerne angucken, weil wir von denen auch demnächst was beziehen wollten. Und ja, was aus dem Kommentar geworden ist, aus dem Rest erzähle ich später nochmal. Bis gleich hoffentlich. Ich hoffe, wir dürfen überhaupt filmen. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Wir werden sehen. Ja, wir sind gerade da und dürfen wir, ich darf jetzt echt ein bisschen filmen auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade in so einem Gewächshaus hier, wo es etliche Tomaten gibt, die es dann hoffentlich auch demnächst bei uns geben wird. Ich sehe jetzt die roten nur. Ich frage gleich nochmal, ob es auch noch andere Sorten gibt, wie die schwarzen Tomaten, die gelben Tomaten. Da gibt es ja, ja etliche verschiedene Sorten. Auf jeden Fall sehen die schon mal ganz gut aus. Aber sie meinte gerade, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, aber ja. Mal gucken, auf jeden Fall demnächst. Ja, Salat gibt es ja auch ganz viel. Und Wildkräuter haben wir auf jeden Fall auch schon gesehen. Also wir werden auf jeden Fall öfter mal, denke ich mal, von hier was holen. Für unser Wildkräuterpesto oder für Wildkräutersalate. Mal gucken, was noch alles. Ja, hier haben wir auch schon andere Tomaten. Ich weiß gar nicht, was das für welche sind. Solche Eiertomaten irgendwie. Also haben sie auf jeden Fall noch andere Sorten. Also massig, auf jeden Fall. Massig Tomaten. Das wird lustig. So, wir haben das Ganze jetzt mal ein bisschen angeguckt. Drin ist es jetzt nicht viel Platz hier, aber sie hat auf jeden Fall ein paar, ja, solche Gewächshäuser, die ihr gerade schon, hoppala, von innen gesehen habt. Und ja, sie wird sich auch bei uns melden, auf jeden Fall. Wenn sie irgendwie mal größere Mengen von irgendwelchem Gemüse hat, dass wir dann abnehmen können. Also ja, das wäre dann schon mal der zweite regionale Händler oder Erzeuger zumindest. Und hier soll es irgendwie Schafe geben. Die wollen wir jetzt mal angucken mit Milan zusammen. Müssen wir gleich mal rufen. Ich warte mal, bis er da ist. Achso, so lange kann ich noch ein bisschen erzählen. Ja, wir hatten jetzt, wie gesagt, das technische Problem mit dem Kombidämpfer, von dem ich im letzten Video erzählt habe. Das wurde jetzt letztens noch richtig schlimm. Das hat die ganze Küche überflutet. Und ich hoffe mal, also morgen soll der Klempner kommen, morgen um 10, kurz vorm Aufmachen. Bisschen ungünstig, aber egal. Kriegen wir irgendwie hin. Und der wird dann den Abfluss reinigen, dass wir da wieder ordentlich, ja, dämpfen können sozusagen, weil jetzt quasi immer der Abfluss vollgelaufen ist bis zum Dämpfer oben hin. Das heißt, oben aus dem Abfluss vom Dämpfer kam das Wasser raus und ist dann den Tisch runtergelaufen. Das war gestern ziemlich nervig auf jeden Fall. Ja, und der Getränkekühler ist jetzt erstmal theoretisch wieder repariert. Ich glaube, der kommt jetzt noch einmal und muss irgendein kleines Teil austauschen. Jedenfalls funktioniert er erstmal wieder. Schaltet sich jetzt noch nicht automatisch ab. Dafür ist das Teil noch da. Das kommt jetzt morgen auch noch mit eingebaut. Ja, und dann sollte das Ganze wieder richtig funktionieren. So, ich warte mal, bis die anderen kommen und dann rufen wir gleich mal die Schafe. Das ist Gänsefuß mit Lila. Meh, meh, meh. Ich komm mal hin. Ja, wir rufen jetzt mal Babys. Babys! Funktioniert nicht. Meh. Babys. Meh. Wahrscheinlich hören sie nur auf die Stimme der Bäuerin. Babys. Babys. Meh. Komm, Kinder, hat sie ausgemäht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist, aber es könnte eine Chili sein. Ich glaube ja, das sind auf jeden Fall Chili-Pflanzen hier. Also sowas gibt es schon mal auch, das finde ich schon mal sehr gut. Ja, ehrlich gesagt, so ein Fan von frischer Chili. Chili-Pulver nehme ich eigentlich nur, wenn ich jetzt irgendwie gerade keine andere Wahl habe. Und die ändert jetzt schon ein bisschen die ersten Wildkräuter. Garten. Vorsicht, hier sind Brennnesseln. Ja.
Gießt? Nicht reinlaufen. Der eine, Brennnessel. Genau. Ich seh die wohl nicht, ne? Garten. Genau, Milan. Babys. Milan, ruf mal Babys. Mäh. Also keine Schafe. Ja, nein, keine Schafe, aber dafür ganz viel Gemüse, Kräuter, und nächstes Jahr hat sie gesagt, wird sie auf jeden Fall, wenn sie weiß, dass wir halt das auch abnehmen werden, mehr Salat anbauen. Ja, damit haben wir, wie gesagt, schon zwei regionale Erzeuger, also einmal die Biogärtnerei Küstenmühle, dann jetzt Gärtnerei Rode, wo wir heute sind. Ja, das nächste wäre dann auf jeden Fall, was ich auch gerne hätte, die Bunten Höfe. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, das ist irgendwie so ein Gärtner- oder Erzeuger-Zusammenschluss. Und da würde ich dann in Zukunft auf jeden Fall auch gerne ein bisschen Gemüse, Kräuter, Salate und was auch immer beziehen wollen. Ja, schon mal ganz schön hier. Ich glaube, wir werden hier noch ein bisschen spazieren gehen und ein bisschen unseren restlichen freien Tag genießen, der heute irgendwie nicht so ganz frei war, weil ich schon beim Großhändler einmal war und noch ein paar Sachen besorgen musste. Und Dietl hat ganz viel Papierkram gemacht, um die ganzen Rechnungen mal zu sortieren. Ja, deswegen war es nicht ganz frei, aber zumindest, ich lag glaube ich heute bis 12 Uhr im Bett oder so ähnlich. Das war schon mal ganz angenehm. Ja, und Josef hat sich auch ein bisschen ausgespannt, hat da allerdings auch ein bisschen was gemacht. Aber naja, so ist das halt. Ja, morgen soll ja auf jeden Fall der dritte Koch kommen und wird mal ein bisschen Probearbeiten am Mittwochabend. Bin sehr gespannt, wie das wird. Und ja, ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass mit dem Durchgängen, dass mit der durchgängigen Woche, aber ich glaube, das haben wir uns schon wieder anders überlegt. Das passt auch nicht so ganz, denn selbst wenn wir einen Koch mehr haben, brauchen wir wieder auch mehr Personal für den Service, was auch dann nicht mehr so einfach ist. Milan. Garten. Ja. Da auf. Da ist das Tor auf. Hat irgendwer aufgemacht. Mama hat das Tor aufgemacht. Das ist Oma. Ja, aber Mama hat das Tor aufgemacht. Ach, Mama hat das Tor aufgemacht. Ja, da werde ich auf jeden Fall auch von berichten, noch wie das war. Dann, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.